Experte für den mobilen Reiseverkauf. Warum profitiert auch ihr so stark hier von den Online-Innovationstagen? Ja, zunächst einmal muss man ja festhalten, dass wir praktisch dazwischen sind, zwischen einem Reisebüro, also stationäres Büro auf der einen Seite und der Online-Vertrieb auf der anderen Seite, und dazwischen liegen eigentlich so die mobilen Reiseberater. Aus meiner Sicht ist der Online-Bereich deshalb für uns wichtig, weil nun mal die Zukunft, die nächsten Jahre sich immer mehr im Online-Bereich abspielen wird. Das heißt, für mich wird da eine Verzahnung stattfinden und wir müssen natürlich gucken, dass unser Konzept den ganzen Standard, die sich da weiterentwickeln, auch angepasst werden zur Not oder vielleicht ergänzen. Und da waren heute sehr inspirierende Vorträge und Pitches von den Kollegen da, wo ich hier und da mit Sicherheit ein paar Themen mitnehmen kann. Also sei es VR-Brille und so weiter, also waren ja schon ein paar tolle Sachen dabei. Diese scharfe Abgrenzung online-offline, die funktioniert so also nicht mehr? Nee, die bildet sich aus meiner Sicht auch in vielen Sachen, ist die auch einfach falsch, weil das ist ein fließender Bereich und deshalb stelle ich den Vertrieb ja auch so auf. Wir haben ja auch einen Online-Vertrieb in Anführungsstrichen, also von unseren Millionen Umsätzen, die wir da machen, gehen da schon knapp 10% auch über den Online-Kanal. Das muss man schon sagen, was jetzt für den Onliner natürlich wenig ist, für uns aber ein weiterer wachsender Markt ist. Und deswegen müssen wir halt immer einfach schauen, dass wir diese Online-Themen weiter darstellen und abbilden und in den ganzen Vertrieb integrieren, aus meiner Sicht.